Heute stelle ich euch das LCK von CRKT vor. Das ist ein relativ kompakter Stachel, dessen Modellname LCK für Lightweight Compact Knife steht, also ein leichtes, nicht zu großes Taschenmesser. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, dann entspringt die Namensidee dahergehend, dass es bei Ruger mal eine Pistole oder eine Pistolenreihe gab, die man LCP, also Lightweight Compact Pistol, nannte. Und das hat man jetzt einfach auf die Messerwelt umgemünzt. Bevor ich euch meine Eindrücke zum LCK schildere, möchte ich mich vielmals beim Andreas S. dafür bedanken, dass er mir dieses Messer leihweise zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank für das Vertrauen, Andreas. Neben dem LCK hat mir Andreas noch weitere Stachel aus seiner Sammlung rumgeschickt. Die werde ich alle im Laufe der nächsten Wochen nach und nach vorstellen, bevor sie dann wieder an den Andreas zurückgehen. Vielen Dank dafür. Andreas ist auch hier auf YouTube aktiv und definitiv Messerverrückter. Im Besonderen steht Andreas dabei auf die großen und toughen Folder. Dieses LCK bildet da also absolut eine Ausnahme. Die meisten Messer, die Andreas hat, sind wirklich ganz schöne Brecher. Und zumindest das, was er so auf YouTube zeigt. Und wenn diese Messer dann auch noch, ich sag mal, ein ungewöhnliches oder ein beeindruckendes Design besitzen, dann ist das genau Andreas Baustelle, sein Beuteschema. Jo, und Link zu seinem Kanal packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Kommen wir jetzt aber zum Hauptdarsteller dieses Videos. Das LCK gehört zur Ruger-Linie von CRKT. Und CRKT fertigt hier in Lizenz und in Zusammenarbeit Messer für die Waffenfirma Ruger. Solche Zusammenarbeiten sind in der Messerszene nicht selten. Da gibt es einige Kooperationen, zum Beispiel Benchmade mit Heckler und Koch. Ich glaube, Böker hat da einiges gefertigt für Oberland Arms, gibt auch noch andere Kooperationen, denn sowas taucht immer mal wieder auf. Und diese Modelle hier, die sollen, so der Plan von CRKT und Ruger, praktikable, hochwertige und auch bezahlbare Messer sein. Inwiefern das aufgeht, diese Vorgabe, dazu kann ich euch nicht wirklich was sagen, denn da hatte ich bisher einfach zu wenige Modelle aus dieser Reihe in der Hand, noch weniger in Benutzung. Wenn ich mich aber recht erinnere, hat zum Beispiel Dennis da auch schon Modelle von vorgestellt. Versuche ich daran zu denken, Dennis Videos mit in die Videobeschreibung reinzupacken. Ja, und brauchbar und auch bezahlbar, das trifft auf dieses Teil schon zu. Die Preise, die ich im Netz gesehen habe, die lagen zwischen 30 und 40 Euro. Damit ist dieses 70 Gramm schwere LCK kein Schnapper, oder besser gesagt, das ist kein hochverlockender Deal. Aber sofern ein dieses Design anmacht und das Modell dann anständig verarbeitet ist, dann kann man das durchaus machen, darüber nachzudenken, sich den Stachel zuzulegen. Das Design stammt von Matthew Lurch. In der Vergangenheit hatte ich das Endorser, ebenfalls ein Lurch-Design von CRKT, schon vorgestellt. Das sind beides Modelle, die kompakt daherkommen. Das LCK jedoch, das kommt deutlich geradliniger und taktischer um die Ecke. Und in seiner gesamten Erscheinung erinnerte es mich recht schnell an das Kershaw Chill.
Das sind beides Messer, die um die 18-19 cm Gesamtlänge aufweisen, die aufgrund der recht flachen Bauweise wenig in der Hosentasche auftragen, die eine Kunststoffgriffbeschalung besitzen. Beim Chill ist es G10, hier beim LCK haben wir Nylon. Außerdem ist bei beiden Modellen eine Flipperöffnung, also Flipperöffnung only vorhanden, und sie liegen preislich im Budgetrahmen. Daher drängte sich mir dieser Vergleich oder diese Ähnlichkeit schnell auf, dass das Chill eindeutig ein Budgetklapper, das ich durchaus jederzeit empfehle für all jene, die was wirklich Leichtes und Schmales suchen. Hier beim LCK jetzt durchaus ähnlich. Allerdings gibt es hier ein, zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Leider, ihr habt das bestimmt schon gesehen, ist die mittige Klingenzentrierung nicht problemlos einstellbar. Und falls man das dann doch versucht zu korrigieren über die Achsschraube, dann zieht man die Klinge dabei so fest, beziehungsweise sie wird einfach so sehr fixiert. Also du ziehst die Achsschraube an, die Klinge wandert wieder weiter in die Mitte, aber dann ist der Flipper quasi nicht mehr zu gebrauchen, einfach weil die Klinge so stark gehalten wird. Das gefällt also überhaupt nicht. Und das trifft mit Sicherheit nicht auf jedes LCK-Modell von CRKT zu. Im Budget-Segment, nicht nur von CRKT, auch von Kershaw, von Real Steel, quasi bei allen Budget-Messern. Da gibt es nun mal öfter Qualitätsschwankungen als jetzt zum Beispiel bei Reef-Messern. Da findet man sowas eher selten. Und auch bei Spyderco kommt sowas dann nicht so häufig vor. Bei Budget-Messern ist das keine Seltenheit, auch nicht alltäglich, aber es gibt da halt Schwankungen. Daher empfiehlt es sich im Idealfall immer, vor dem Kauf persönlichen Blick drauf zu werfen. Im besten Falle kann man sich das sogar aussuchen dann, wenn man zu einem Messerladen geht. Haben oft aber viele nicht in ihrer Nähe, also wird dann online bestellt. Da gibt es dann die Möglichkeit, oder die Zeit sollte man sich dann nehmen, wenn man denn jetzt zum Beispiel so ein Modell bestellt, dass man die Shopbetreiber anschreibt und dann halt per E-Mail bittet, dass auf bestimmte Dinge geachtet wird, wie zum Beispiel Klingenstand, Klingenspiel, ob die Phase scharf abgezogen ist und so weiter und so fort, damit der Verkäufer euch einfach ein schönes Modell raussuchen kann. Was das Klingenspiel angeht, so ist das hier auch minimal vorhanden, auf und ab nicht, aber ganz, ganz leichtes, also wirklich minimal seitliches Spiel. Das kann man auch beheben, indem man die Achsschraube anzieht, aber da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo der Flipper nicht mehr sauber seinen Dienst verrichten kann. Von daher lasse ich das jetzt so. Das wäre nämlich auch durchaus schade, denn die Klinge, die läuft auf Bronze-Gleitscheiben und das wirklich sehr, sehr anständig über den Flipper-Tab, der perfekt zur Achse sitzt, der sehr gut funktioniert, hat noch ein kleines Jimping hier oben, wird die Klinge energetisch rausgekickt und das macht jedes Mal Spaß, gehört eindeutig zu den sehr positiven Seiten dieses Messers. Auch gefällt mir die knapp 8,5 cm lange Klinge, die fällt giftig aus im Design. Ja, die ist aus 8CR 13 MOV gefertigt. Den Fingerchoil, den bräuchte ich jetzt nicht wirklich. Mein Finger ist auch ehrlich gesagt ein bisschen zu dick dafür. Für filigrane, feinere Hände wahrscheinlich ganz gut brauchbar. Ich könnte darauf verzichten. Wünschte mir lieber, dass die Schneide komplett durchgezogen ist. Aber das schöne satinierte Finish, das ist sehr gefällig. Und dass halt die Klingenbeschriftung so dezent gehalten wurde. Ruger-Logo, CRKT-Logo-Schriftzug. Auf der anderen Seite halt Matthew Lurch, Modellnummer noch. Sehr, sehr dezent. Das haben die top gemacht. Finde ich klasse. Was ich gar nicht klasse finde und auch ehrlich gesagt so gar nicht verstehe, das ist die Materialstärke der Klinge, sowohl hinter der Phase wie auch die Klingenstärke. Wir haben hier
durchaus sehr stabile, nach meinem Empfinden, sehr stabile 3,2 mm Stärke am Klingenrücken, verjüngt sich dann nach und nach Zentimeter für Zentimeter nach vorne, bleibt aber auch an der Klingenspitze durchaus robust. Manch einer mag das. Ich finde es jetzt okay. Bei mir darf es auch nadelfeiner auslaufen. Dementsprechend benutze ich das Messer dann. Wenn eine Klingenspitze aber etwas stabiler gehalten wird, dann ist das für mich auch völlig okay. Ja, aber was ich halt weniger mag, ist halt das Material, der Materialwert hinter der Faser. Da habe ich nämlich hier 0,65 mm gemessen und das ist doch deutlich über einem Wert, den ich als angemessen erachten würde. Und der allergrößte Schneidteufel ist dieses Messer, dieses Modell, daher leider auch nicht. Mein Unverständnis fußt halt darauf, dass wir hier ein Modell haben, mit dem, ja, mit so einem Messer, da hebelst du halt nicht. Solltest du generell mit Klappmessern nicht. Manche laden aber ein bisschen dazu ein, sind durchaus stabiler. Aber, ja, sowas machst du mit dem hier nicht. Damit spaltest du auch kein Holz. Damit macht man, ja, damit schneidest du eventuell Pappe klein, bereitest dein Essen zu, öffnest Pakete oder Blisterpackung und all das würde mit einem Wert von, sagen wir mal, 0,50 mm deutlich besser bei dieser hohlgeschliffenen Klinge funktionieren als mit dem Wert, der hier jetzt vorhanden ist. Was wiederum positiv ist, das sind die Griffschalen. Die sind sauber gefertigt, sauber angepasst, ebenso der Nylon Backspacer. Die Griffschalen geben mit ihren, ich nenne es jetzt mal, mit diesen Kerbfräsungen, ja, vernünftig Traktion und Halt, erhöhen dadurch eindeutig die eh schon ganz gute Ergonomie des universellen Griffes. Das mag gefallen. Und eine Top-Bewertung bekommt der Clip von mir. Der schaut anständig aus, lässt sich ohne Mühen einstecken, hält das Messer sicher. Sehr schade dabei ist nur, dass er nicht umsetzbar ist. Das sollte CRKT definitiv anpassen. Was manch einem dabei nicht gefallen könnte, das ist die Ästhetik rund um den Clip durch all die Schrauben. Hier oben drei, was eh recht viel ist, scheint ein Design-Ding zu sein. Und dann nochmal die zwei, die den Clip halten. Das wirkt alles durchaus unruhig und kann den ein oder anderen stören. Die Arretierung, der Verschluss, das wird von einem 1,2 mm starken Linerlock übernommen. Der macht auch ganz sicher zu, lässt sich auch relativ gut entriegeln, da wir hier auch eine Riffelung besitzen. Der steht schon knapp mittig auf der Wurzel, was eventuell auf Verschleiß hindeuten könnte. Kann aber natürlich sein, dass der Linerstand ab Werk schon so war. Auch da gehen die Geschmäcker und Philosophien ja auseinander. Die einen mögen es, wenn der Liner oder ein Framelock ganz früh auf der Wurzel steht, sieht man hier sehr gut beim Shiro. Ich gehöre da zum Beispiel dazu. Und die anderen finden es aufgrund des Sicherheitsaspektes wesentlich besser, wenn der Liner mindestens vollumfänglich auf der Klingenwurzel ruht. Jo, und im Großen und Ganzen war es das dann auch zum LCK. Rein optisch finde ich den Stachel wirklich gefällig. Sowas mag ich. Ich mag ja die Modelle von Elmar. Das ist jetzt hier natürlich vom Wertigkeitsgefühl ein anderer Schnack, kann da nicht mithalten mit Elmar. Aber dennoch, das ist hier schon ein ganz cooler EDC-Stachel, rein optisch. Und ich denke, das wäre auch ein brauchbares Backup-Messer, so im taktischen Sinne. Die in meinen Augen vorhandenen Kontrapunkte, die trüben dieses Bild leider ein bisschen. Was durchaus schade ist, denn CRKT beweist in ihrer Budgetlinie durchaus, dass sie in der Lage sind, erstklassige Messer zu fertigen. Ich habe hier das Noma, ein Voxness Design, und das haut absolut in diese Kerbe. Das ist für seinen Preis wirklich vorzüglich verarbeitet, hat eine tolle Stabilität und ist mechanisch fein eingestellt. Kann ich absolut empfehlen. Dieses Modell hier, das Noma, eine solche Empfehlung für das LCK auszusprechen, das fällt mir
Das fällt mir durchaus schwer, also gemessen an diesem Modell, was ich hier in der Hand halte. Und daher lasse ich das auch. Ja, wenn ich überlege, was das LCK kostet, so 30 bis 40 €, dann liegen wir da in einem Preisrahmen, wo ich meine Knete eher bei einem Real Steel E77 lasse. Das ist nach meinem Empfinden das etwas wertigere Messer und auch noch mal eine Ecke tauglicher. Das ist überhaupt ein sehr vernünftiger Stachel. Der hat eine sehr, sehr schneidfreudige Klinge. Da macht man absolut nichts falsch mit. Oder auch das Kaiser Tangram, das Modell Santa Fe könnte ich da benennen. Leider ist das Santa Fe nicht mehr zu beziehen, soweit ich das überblicken kann. Das ist sehr, sehr schade. Da sollte Kaiser definitiv drüber nachdenken, dieses Modell, die ganze Tangram-Reihe nochmal erneut aufzulegen. Die haben doch einige Fans gefunden. Ja, und das sind halt Messer, da würde ich doch eher mein Geld lassen. Wobei jetzt das LCK auf keinen Fall ein schlechtes Messer ist. Das ist, wie ich am Anfang des Videos schon sagte, durchaus brauchbar und das weiß in einigen Punkten auch zu gefallen. Und ich verbleibe wie immer mit All knives are great, bleibt gesund, peace, ich bin raus.